Willkommen zum zweiten Teil, in dem es erstmal um Mathematik und Musik geht. Dass Mathematik und Musik eine enge Liaison verbindet, das haben uns ja schon die alten Griechen gelehrt. Oder vielleicht etwas pathetischer formuliert und immer wieder bemüht, dieses Zitat: Musik verwandelt Mathematik in ein Gefühl. Der Komponist Joachim F. W. Schneider hat die Beziehung zwischen Musik und Mathematik auf eine ganz besondere Art und Weise, auf eine ungewöhnliche Art und Weise dargestellt. Er hatte nämlich die Aufgabe, für den Felix Mendelssohn-Bartholdy Hochschulwettbewerb im Jahr 2016 ein Stück für Soloposaune zu komponieren. Und er hat diesem Stück die Form eines ungefähr 7-minütigen Vortrages eines Mathematikprofessors gegeben. Der englische Titel lautet A Short Lecture on Irreversible Numbers, also auf Deutsch ein kurzer Vortrag über irreversible Zahlen. Und die Mathematikkundigen oder auch die Mathematiker, die Banker unter Ihnen werden wissen, dass es irreversible Zahlen gar nicht gibt. Beziehungsweise wenn, dann sind sie noch nicht entdeckt worden. Also es handelt sich um einen fiktiven Vortrag eines auch fiktiven Mathematikprofessors. Und den hat Joachim F. W. Schneider in Tönen, Geräuschen und Gesten dargestellt. Der Posaunist, der deutsche Posaunist Philippe Schwarz, Jahrgang 1991 ist er, er hat damals diesen fiktiven Vortrag für den Wettbewerb vorbereitet, hat ihn dort gespielt. Und als jetzt hier für den Aeolus-Wettbewerb wieder gefragt war, ein zeitgenössisches Stück zu spielen, hat er sich gedacht, habe ich ja schon mal vorbereitet, spiele ich doch das wieder. Hat dann aber auch zugegeben, er hätte sich da ein bisschen verschätzt, er hätte den doch eigentlich nochmal komplett neu erarbeiten müssen. Und diese Rechnung ging gar nicht so ganz sofort für ihn auf, hat sich also nochmal hineingestürzt. Diese Arbeit hat sich durchaus gelohnt, denn die Fachjury hat Philippe Schwarz den Sonderpreis für die beste Interpretation zeitgenössischer Musik zugesprochen. Wie sieht jetzt dieser Vortrag aus? Wie klingt der? Der besteht, wie ein Vortrag eines Mathematikprofessors nun mal so ist, der besteht aus gesprochenen Vokalen und Konsonanten und er ist aufgebaut wie ein Vortrag. In den Noten, in denen wahnsinnig viele Spielanweisungen zu finden sind, da steht über den Notenzeilen auch wie in einem Vortrag mehrere Überschriften. Da steht also am Anfang Begrüßung, dann gibt es eine Passage, die ist überschrieben mit einer Aneinanderreihung von Definitionen, es gibt auch eine Conclusio, es gibt ein Resümee und am Ende gibt es eine kleine Passage noch, die ist überschrieben mit Dankesfloskeln. Philippe Schwarz, der übrigens seit 3 Jahren Soloposaunist im Philharmonischen Orchester Gießen ist, der liest diesen Vortrag als die Arbeit eines Mathematikers, der wirklich begeistert ist von seiner Arbeit und von besagten irreversiblen Zahlen. Und weil Philippe Schwarz auch so begeistert war, hat er sich besonders intensiv damit auseinandergesetzt. Er hat sich eine ganze Reihe von echten Mathematikprofessoren-Vorträgen angeschaut, wahrscheinlich auf YouTube. Und er hat mit einer Regisseurin zusammengearbeitet, um diesen Vortrag noch überzeugender darstellen zu können. Denn so sagte er mir, er wollte nicht nur spielen, was dort steht. Sie werden jetzt den Vortrag hören, beziehungsweise die Darbietung hören. Ich sage nochmal das Stück, wie es heißt. A Short Lecture on Irreversible Numbers von Joachim F. W. Schneider. Und Sie lernen den Preisträger kennen, Philippe Schwarz. Viel Spaß dabei. Es ist
Yes.
Yes.